Ich mag heute den Hannover Burrito oder Currywurst Schranke Burrito. Abgeleitet vom California Burrito. Wie ich den mache, schaut euch das Video an. Viel Spaß. Ihr werdet es merken, es ist unwahrscheinlich windig, denn wir haben seit Tagen Sturm und auch heute ist wieder Sturmwetter angesagt. Es fängt gerade an zu regnen, deswegen gebe ich mal ein bisschen Gas, damit die Zutaten ins Trockene kommen. Wir machen heute vom California Burrito abgeleitet, das ist ja Asadefleisch mit Pommes und ein paar Soßen dazu, machen wir heute Hannover Burrito oder Currywurst Schranke Burrito. Genau darum geht es nicht heute. Es geht heute um Currywurst-Schranke, also Currywurst, Pommes, Rot-Weiß. Ich habe dafür schon unseren Curry-Ketchup vorbereitet. Das Rezept steht da hier oben. Ich habe ihn schon probiert. Er ist wirklich richtig gut geworden. Ich rate euch, probiert ihn mal aus, macht ihn nach. Und wenn nicht, kauft euch einen vernünftigen Curry-Ketchup. Da haben wir selbstgemachte Mayo hochgezogen. Wir haben ein paar Röstzwiebeln. Wir haben ein bisschen geriebenen Käse, ein paar Gürkchen. Pommes, die mache ich drin, die mache ich heute nicht draußen. Es ist echt zu windig. Und wir haben die guten, und ich kriege dafür keine Werbung, VW-Würstchen, die halben allerdings, wir haben die halben genommen, weil ich dachte, brauchst du nicht extra teilen, ich weiß nicht, ob ich einen Teil brauche, da sind die halben genau richtig. Wenn wir natürlich nachher nur eine pro Burrito brauchen, dann könnt ihr auch die langen nehmen. Aber ich dachte jetzt zum Ausprobieren, wie es richtig ist, weil zuerst habe ich sogar überlegt, ob ich einen Hotdog damit mache. Habe mich da mal gegen Hotdog entschieden, weil ist ja so eine Sauerei dann. Also machen wir Burrito, das ist eine geschlossene Sache, da kann man gut halten, da sollte man auch gut essen können. Also, ich stelle die Zutaten mal kurz weg, damit ihr alles daher klitschnass ist. Okay, alle Würstchen bis auf eins sind schon mal ausgepackt. Da ist immer noch die Werbung drumherum. Einfach ab mit der Werbung. Und den Schriftzug sieht man trotzdem noch. Also die wissen schon, wie man Werbung macht. Die Würstchen bereiten wir indirekt zu. Ich schneide die aber ein bisschen an, damit die Hitze besser reingeht. Dann mache ich natürlich von beiden Seiten. Und dann kommen die oben auf den Ablageross und werden indirekt für 20 Minuten circa gegrillt. Und da lassen wir jetzt Deckel zu, liegen für 20 Minuten. Wir können sie einmal zwischendurch drehen. Ich gehe jetzt die Pommes anmachen, die brauchen mich auch 20 Minuten. Und dann sollte beides gleichzeitig fertig sein. Ich bin umgezogen, es hat sich eingeregnet, es hat keinen Spaß gemacht. Und gerade Burritos sollten nicht nass werden, die reißen dann viel zu schnell. Deswegen bin ich jetzt unter der Überdachung. Und wir legen jetzt mal los. Wir bauen mal zusammen. Ein bisschen Platz brauche ich. In dem Bereich legen wir die Sachen hin, packen ein, rollen ein und haben hoffentlich einen schönen Burrito. Deswegen fangen wir mal an. Als erstes natürlich Pommes. Der Länge nach hinlegen. Dann gehen wir da schon mal unsere Mayo drüber. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, ich lasse echt die Currywurst ganz, leg die einfach nur drauf. Die legen die mal so nebeneinander. So, so, so. So, dann ein bisschen Gürkchen dazu. Dann etwas von unserer leckeren Currysoße. Ein paar Röstzwiebeln oben drauf. Und Käse. So. Kein Burrito ohne Käse. So, ich suche mal zum schwersten Teil. Ich habe extra Dürüm genommen. In der Hoffnung, dass ich das wenigstens ein bisschen zusammenrollen kann. Also einmal rüber, Seiten einklappen, und zu Ende drehen. Und dann haben wir tatsächlich einen Burrito, wenn ich den so hinlege, so. Und den grill ich nochmal kurz an. Wirklich nur von allen Seiten kurz angrillen, damit der Käse noch mal ein bisschen warm wird und dann ist es auch schon fertig. So, zu einer Mantaplatte gehört natürlich auch ein Bier. Und so sieht er aus. So, da ist er. Ich denke, das Ganze nicht schneiden ist vielleicht sogar doch besser zu essen, weil dann hat man nicht die einzelnen Stücke, die dann auch rausfallen. Ich probiere es aber mal.
mega. Man hat die Currywurst, man hat die Pommes, die so ein bisschen natürlich auch sättigen, ein bisschen Crunch durch die Röstzwiebeln und die Gurke. Total leckeres Ding. Zeit auf 21 Minuten. Currywurst indirekt zubereiten, Pommes zubereiten im Backofen von mir oder in der Fritteuse oder im Dutch Oven, wie ihr wollt. Ganz zusammenbauen, nochmal kurz ein bisschen anrösten und essen. Mega lecker. So, festhalten. Es ist echt immer noch wenig, aber was drauflegen. Das war das Video schon. Ich bin am Ende. Ich mache noch einen für Maker. Maker ist ein bisschen krank, die liegt flach. Die will aber auch was essen, also mache ich auch einen fertig. Kurz Windstille, dann kann ich das Ganze mal beenden. Denn das war's auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, guckt euch mal die Currywurst an mit Mango. Total lecker. Ein weiteres Video für euch natürlich. Ein Abo da lassen, ist kostenlos. Unten die Glocke aktivieren. Seht ihr, wenn es was Neues von uns gibt. Unten im Blog das Rezept und alle anderen Rezepte, die wir bis jetzt gebracht haben. Und das war's. Ich bin raus. Ihr wart bei Dauter in der Sizzle Zone.